Jetzt ist es genau, unser einziger Sohn ist gestorben, der nicht Republik ist. Eigentlich müsste jetzt das Spiel abstürzen. Was machen wir denn jetzt? Hallo Nahadur. Oh, wie blöd. Wenn ich dir den Titel entziehe, die Republik. Handelsrepubliken werden Titel nicht aufgeben. Ja, muss ich nochmal neu laden. Es hilft da alles nichts. Wir haben leider keinen Nachfolger mehr, der keine Republik ist. Oh, doch, nee, er. Wer ist er? Den, haben wir den nicht verbannt? Ich glaube, der ist irgendwie verbannt. Wobei, er wäre noch hier. Er hat fantastische Werte. Gefräßig, feige, ehrgeizig, keusch, faul. Oh, er ist ein Mönch. Ah, er ist ein Mönch. Ich könnte ihm eine Grafschaft geben. Ist egal, an was der gestorben ist. Bei einem Unfall, natürlich. Irgendjemand hat ihn getötet. Unsere Gattin ist 48. Da kommt auch nichts mehr nach. Ne, wir probieren es jetzt mal. Ich werde ihm jetzt mal einen Landtitel geben. Ah, der kann keinen. Ich kann ihm keinen Landtitel geben. Ich will dich wieder zum. Ich habe ihn ja selber zum Mönch gemacht, ne? Ich habe ihn selber zum Mönch gemacht, weil er mich so aufgeregt hat. Fuck. Damn it. Nee, müssen wir nochmal laden. Es hilft da alles nichts. Weil, wenn ich jetzt weiterspiele, spiele ich mit Prinz Antimos weiter. Und ja, dann ist aber Byzanz weg. Mist. Jetzt habe ich so lange gebraucht, dass ich meine Schiffe und Zeug zusammenbringe. Sehr ärgerlich ist das, sage ich euch. Ich mache es nicht gern, aber es muss gemacht werden. Ich hatte gestern meine Erbin in Tibet getötet. Ist witzig, wenn man an unglücklichen Unfällen stirbt und dein Erbe hat dich auf seiner Killlist. Ich hätte ja, es wäre ja überhaupt kein Thema, wenn die anderen jetzt, wenn ich mit irgendeinem anderen hier weiterspielen könnte. Wäre überhaupt kein Thema. Aber da wir dann überhaupt nicht mehr mit Byzanz weiterspielen, ist natürlich Quatsch. Dann ist das natürlich Quatsch. Kann ich dir irgendwie sagen, du sollst dich verstecken gehen? Der ist halt auch schon erwachsen. Oh, da haben wir eh schon den Bayern drin. Aber da macht leider keiner mit. Wir schmeißen den Bayern wieder raus. Verschwörung automatisch beenden. Wir könnten mal probieren. Wir könnten mal probieren, dass wir vielleicht dort, wo unser Sohn ist, wenn das geht, weiß ich nicht. Das aktuell ist der hier drüben. Der hat die Herzogtum Adrianopolis. Dass wir hier unseren Spion reinstellen. Nee, aber es ist nur für Verschwörungsstärke. Und Verschwörung Aufdeckung. Ah, nee, da kann ich ihn nicht positionieren. Geht auch nicht. Ja, dann müssen wir uns auf unser Glück hoffen. Aber ich gehe davon aus, dass der dann über kurz oder lang wieder sterben wird. Und dass das dann war für den Run wieder. Ach, verdammt. Oder wir suchen uns eine jüngere Tochter. Eine jüngere Frau. Und versuchen, dass die nochmal Nachwuchs bekommt. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Wir sind halt schon 64. Statt dem Inzest. Unsere Tochter ist leider eingesperrt. Wir warten mal ab. Wenn er stirbt, wenn er getötet wird,
Dann holen wir uns, dann lassen wir uns scheiden, wenn das funktioniert, und dann holen wir uns eine jüngere Frau und rammeln, was die Wände hergeben. In der Hoffnung, dass die nochmal schwanger wird dann. Nein, wir sind ein Eunuch, weil wir sind auch noch ein Eunuch. Da können wir ja rammeln, bis die Wände einfallen. Oh. Da kommt heute alles zusammen jetzt. Alles kommt zusammen. Es ist zu Mäusemelken. Immer wenn ich eine Lösung habe, haut mir das Spiel die Spielregeln um die Ohren. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich Eunuch geworden bin. Wir haben dadurch, glaube ich, den Krebs besiegt. Irgendwas war da. Damn you, Krebs! Wären wir doch schon früher gestorben. Das ist ja eine verzwickte Sache jetzt. So adoptieren oder so geht ja leider auch nicht. Es wäre so schön. Ich kann ihm ja auch keinen Titel entziehen, oder? Oh, doch, Moment. Ich kann ihm die Großstadt entziehen. Oh, jetzt pass mal auf. Dann müssen wir hart auf hart gehen. Wird seine Meinung verringern uns gegenüber natürlich. Und die Vasallen um minus 15. Das ist okay bei minus 15. Wenn ich ihm vielleicht die Großstadt entziehe, dann wird er wieder feudal. Das wäre so jetzt der letzte Ausweg. Okay. Mist. Na gut, wir warten erstmal ab, ob nochmal unser Sohn stirbt. Und wenn er stirbt, dann ja. Also, große Eroberung von Ägypten. Jetzt muss ich nochmal die ganzen Truppen zusammenziehen. Oh. Das war vorhin schon so aufwendig. Na gut. Wir bringen euch hier rüber. Wir bringen euch hier rein. Und wir bringen dich hier rüber. So. Einmal einschiffen hier unten. Gibt es da eigentlich einen Shortcut für V? So. Geht ja viel schneller dann. Fantastisch. So, euch alle hier mal sammeln. Dann einmal hier rüber. Euch bringen wir auch hier runter. So, hier oben haben wir gesagt, einschiffen und hier rüberbringen. Einschiffen. Alle beide eigentlich können wir gleich mal hier rüberbringen. Er marschiert hier rüber. Dich bringen wir hier hoch. Euch bringen wir alle hier runter. Einschiffen. 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 So. Dann müssen wir wieder alle haben. Erstmal. Oh, hier unten. Nee, die sind auch auf dem Weg. Passt auch. Dann euch hier einschiffen. Dann bringen wir euch hier rüber. Dann hier oben wird eingeschifft. Was hat eine negative Auswirkung auf mein Spiel? Achso, das ist das von Vendros. Okay. Es wäre noch schöner, wenn Vendros Spielauswirkungen auf mein Spiel hätte. Kommen wir denn da hin? So, alle mal hier rüber. Okay.
Und es sieht dann soweit schon mal gut aus. So, euch noch rein. Zack. Dann, die kommen auch rüber marschiert. Passt auch. Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Nö. Und da kommen jetzt die 2300 und nochmal 4500. Keine Panik, keine Panik. So, nee, wir geben kein Geld aus. Tut mir leid, auch wenn das Ereignis jetzt scheitert. So, ist jetzt jeder da? Ja. Auf geht's Richtung Ägypten. Da hast du vollkommen recht, Val. So, da stehen sie auch schon. 14.000. Wir teilen uns wieder auf. Habe ich jetzt wieder zwei hier rüber geschickt. Ja, super. Sehr gut gemacht. Tollfuß. Ganz gut. So, 9.000 hier oben. Er geht wieder. Oh, kommt er jetzt runter zu uns? Ah, wir haben ihn abgelenkt. Das heißt, bis er hier runterkommt, können wir ihn schon ein bisschen hier belagern. Ah, prächtige Schiffe haben wir. Guckt euch das an. So, 300. Ich lasse die erstmal hier sich sammeln. Wie sieht es aus denn mit Söldnern? Ich würde mir vorsorglich gleich mal Söldner holen. Weil, ne? Später ist es dann zu spät. Wir haben aktuell knapp 1000 Goldstücke. Das heißt, es reicht ein bisschen. 1800 sind zu wenig. So 2.000, 3.000 wären nicht schlecht. Kosten, oh, hier 2400 für 10 Goldstücke pro Monat. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, die nehme ich hier. Und die holen wir dann mit dem Schiff ab. So, wo kommen die raus? Ah, sehr schön, Konstantinopel. So, jetzt wird hier schon schön belagert. Oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh. Eure Bekanntschaft, König Tassilo von Bayern ist gestorben. Was ist denn heute los? Den wollte ich doch selber umbringen. Nein! Wieso ist er denn gestorben? Er wurde von Otto in einem persönlichen Kampf umgebracht. Von meinem Namensvetter wurde er auch noch umgebracht. Unglaublich. Mist. Na gut, dann bleibt uns unsere Rache verwehrt. Die Frage ist, unsere Tochter ist immer noch eingesperrt. Können wir dich bitten, die Tochter zu entlassen? Nein. Offenbar noch nicht. Was haben wir hier? Schockierende Nachricht. Patrizia Piero von Barbaglio hat versucht, mich zu beseitigen. Okay, Verschwörung aufgedeckt. Passt. Dann, die Schiffe sind angekommen. Auf geht's, liebe Söldner. Macht euch bereit. Ich positioniere die mal hier drüben. Dann werden die gleich mal abgefrühstückt, falls sie angegriffen wird. So, die erste Provinz, die erste Domäne belagert. Hier oben sehe ich keine gegnerischen Einheiten. Ich denke, dass der jetzt hier runter marschiert aktuell. So, einmal hier raus marschieren. Evangelos Komnenos wurde zum neuen Dogen gewählt. Fantastisch, ich habe lauter Republiken hier. Oh, da kommen schon welche. Ah, Pause. Mensch, ich habe doch Pause gedrückt. Ah, die kommen natürlich ohne Moral an. Die Söldner waren für überhaupt nichts jetzt. Mist.
Na gut, wir werden mal warten, bis er die hier angreift. Soll er ruhig hier angreifen? Ah, die waren komplett umsonst jetzt, die Söldner. Komm, genau hier. Alter, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Oh, ich habe schon wieder so viel geschieden. Oh, jetzt schmeichelt mir der Wall aber schon wieder ordentlich. Also, die Söldner habe ich komplett jetzt verloren. Kommen ohne Moral hier an Bord, von Bord, werden abgeholt. So, jetzt greift er hier an, hier drüben. Er läuft Richtung Addingavia, also hier rein. Das heißt, ich würde gerne noch warten, bis er hier fertig belagert hat. Wir werden mal mit den beiden hier reinmarschieren. Wir werden hier drinnen, genau, haben wir die Anführer drin. Ich warte noch kurz, bis er hier fertig ist und dann schicken wir ihn auch rüber. So. Oh, wir sind durch, sehr schön. Wie sieht's denn aus? Jawohl, das ist ein fantastischer Sieg. Für den lieben Herrn General Tollfuß. Verlöbnis arrangieren. Oh, unsere Tochter ist wieder frei, tatsächlich. Und wir verscharren sie gleich mal hier an den Franzosen. Nachdem das mit dem Bayern nicht geklappt hat, bekommt sie jetzt Pepin der Bucklige zur Frau. Er ist 15 Jahre alt, sie ist 27. Sie wird sich freuen. So, jetzt pass auf. Oh, Ankunft einer Mystikerin. Sehr schön. Also, wir schauen mal, ob wir den... Wir werden den mal verfolgen jetzt hier mit der Hälfte unserer Armee. Und da die andere Hälfte soll in der Zwischenzeit belagern. Bin geneigt, nochmal Söldner runterfahren zu lassen, aber naja gut. Also richtig umsonst waren sie ja nicht, die Söldner. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir auch keine Moral haben aktuell. Aber ich werde ihn trotzdem jetzt weiter verfolgen. Eine interessante Begegnung. So, wir schauen mal. Ina, die Furchtlose, hat 5 Bildungspunkte. Das ist nichts. Wir werden es trotzdem machen. Kostet uns 100 Pietät. Umsonst aber nicht kostenlos. Kostet uns 100 Pietät. Oder sollen wir die gleich weghauen? Mit der Bildung. Wir machen es trotzdem. Vielleicht geht es ja trotzdem. Und wenn wir jetzt sterben, spielen wir immer noch mit Prinz Nikitas weiter. Der lebt immer noch. Deswegen wäre es gar nicht mal so schlimm, wenn wir sterben würden, theoretisch. So. Der eine mächtige Fraktion. Wir müssen etwas schmieren. Ich wünschte mir für meine Spielstände eine Autoschmierfunktion, die es mir erlaubt, in einem Rutsch sämtliche Leute zu schmieren. Beziehungsweise vielleicht die alle zu markieren und dann in einem Rutsch zu schmieren. Das wäre fantastisch. So, ein Berater mit furchtbaren Werten. Wir haben keinen Regenten. Können wir unseren Sohn als Regentin festlegen? Jawohl. So, wie sieht's aus? Oh, das wird schon echt jetzt heftig, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt hier. Weil wir auch keine Moral haben momentan. Ich würde euch nochmal kurz aufteilen, dass wir 3200 nochmal hier runter schicken. Und die 2000 schicke ich nach Alexandria. Und wir holen uns nochmal Söldner. Sicher ist sicher. Wir haben die Kohle. Oh, wir haben immer noch minus 16 Goldstücke aktuell. Wir haben nicht die Kohle. Dann spare ich mir die Söldner. Wir könnten die Schiffe wegmachen erstmal. Wir brauchen aktuell keine Schiffe mehr. So, jetzt pass mal auf. Jetzt geht er hier rüber. Das heißt, in der Zwischenzeit bauen wir unsere... Moral wieder etwas auf. Ein Stück der Hagia Sophia ist heruntergefallen und hat einen Zuschauer fast am Kopf getroffen. Bestimmte Bereiche des großartigen Bauwerks scheinen dringend Instandhaltung zu benötigen.
50 Gold. Ja, okay. 50 Gold ist okay. Hast du eigentlich den Sinn eines Beraters herausgefunden, außer dass er mit abstimmt? Nee. Bisher noch nicht. So, er hat sein... Oh, stopp! Wo hat er denn die 5000 jetzt auf einmal her? Wo kommt denn die her? Jetzt hat er sich selber... Ah, Mist, wir brauchen doch ein paar Söldner noch. Wir brauchen noch Söldner, Mist. Offenbar hat er sich jetzt auch nochmal Söldner geholt. Ich werde ihn hier unten nicht mehr erwischen. 10. Juli. 16. Juli, nee. Das reicht nicht mehr. Wir ziehen uns mal zurück. Und holen uns nochmal Söldner. Ja, die sind hier. Aber er hat hier volle Moral hier. Das werden wir nicht schaffen. Er hat hier 5000 mit voller Moral und hier mit, naja, ich sag mal halber Moral. Das wird nicht klappen. Da ist mir das Risiko zu groß. Es war vorhin schon sehr knapp immer. Wir schauen nochmal nach Söldner. Wo auch immer die jetzt wieder hergekommen sind. Keine Ahnung. Also, 1800 für 9, ja. Wäre vielleicht nicht schlecht. Sind halt nur 1800. Die anderen sind sehr teuer. Für 1934. Nee, die sind zu teuer. Ich hole mir die 1800 hier. Kommt die auch hier oben raus? Jawohl. Dann schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir nur hier die Schiffe. Wir bringen euch mal an Bord und lassen euch mal hier hinten einlanden. Nicht mehr hier vorne. Und wir bringen die anderen Truppen mal zurück. Genau, er geht nämlich jetzt auf Jagd. Ernstzunehmende Bedenken. Unser Sohn sucht uns auf. Ne, wir machen das natürlich. Wir lassen uns nicht überreden, die Kollegin wegzubringen. Vielleicht kann ich ihn... Jetzt pass mal auf, ich lasse mal die 4000 hier stehen und vielleicht will er die 4000 über den Fluss angreifen. Okay, die Söldner werden mir in der Regel jetzt nichts mehr helfen, die haben keine Moral, aber er greift jetzt über den Fluss hier an. Das ist schon mal ein guter Vorteil für uns. Auf geht's. Wir können ja trotzdem, wir bringen die 1800 mal hier rüber. Die Schiffe kommen weg. Es ist noch nicht gewonnen, das Ganze, ne? Es ist noch nicht gewonnen. So, 74%, sehr schön. Und jetzt werde ich die hier noch verfolgen. Oh, stopp. Ah, Mist. Oh, doch, wir erhalten Verteidigungsbonus für die Wüste. Echt jetzt? Und er hält einen Malus für den Fluss. Sind wir vor ihm da? Wir treffen am gleichen Tag ein momentan. Fantastisch. Und er erhält die Mali. Was? 5% Chance zu sterben? Ratet mal. Wer 5% Chance zu sterben? So, 80%. Jetzt pass auf, wir schicken die 1600 und die 2000 hier rüber und die 6000 verfolgen die Truppen des Emirs. Zur Ehre der Ahnen, sagt sie. Okay, was brauchen wir denn hier?